Hallo Leute und willkommen bei einem Let's Show von Minecraft. Ich zeige euch mal meine Gebäude, die ich in meiner Welt namens Sunshine Island so erstellt habe. Und zuerst fangen wir hier an. Das ist eine kleine Bahn. Ich wusste da noch nicht, dass es Booster-Schienen gibt, mit denen man das Kart beschleunigen kann. Deswegen fährt es hier so weit runter. Und hier habe ich erst die Idee gehabt, eine Achterbahn zu bauen, aber das hat ohne Booster-Schienen nicht so gut funktioniert. Deswegen habe ich hier einfach einen Untergrundkomplex draus gemacht. Mit hier einer kleinen, ja, ich sag mal, es ist so eine Art Kirche, aber es soll eher so ein Raum von einer Sekte sein. Und hier kann man dann wieder rauslaufen. Dann habe ich hier noch eine ganz kleine Hütte seit der 1.7, die kam ja gerade raus. Habe ich einfach mal rumprobiert, wie das dann mit Blättern so aussehen würde. Ich finde es eigentlich ganz witzig, weil mit der Schere hier kann man ja jetzt die Blätter so abbauen und dann fällt hier so ein Block raus, den kann man dann da hinbauen. Aber wenn man einfach nur so auf den Boden stellt, dann verschwindet der irgendwann. Also der muss noch mit Holz verbunden sein, wie normal bei einem Baum auch. So, hier habe ich kleine Weizenplantage. Hier, oh, Schaf. Sorry, Leute, aber da muss ich hin. Schafe geben jetzt ab der 1.7 manchmal auch 4 Wolle. Finde ich eigentlich ganz gut, aber es ist halt ein bisschen blöd, dass man die Schere für braucht. Hier ist eine kleine Bibliothek. Es hat viele Bücherregale benötigt, könnt ihr mir glauben. Aber im Großen und Ganzen war es gar nicht so viel Arbeit. Hier ist mein Höllentor. Dann habe ich hier das Big Wollehaus. Mir ist kein Name eingefallen. Es ist eben aus Wolle. Ich finde, Wolle ist ein ganz guter Baustoff. Sieht immer witzig aus. Dann auch mit viel Glas, dass es schön hell ist. Ich finde das Haus ganz witzig. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob es euch gefällt oder nicht. Hier ist meine kleine Werkstatt. Hier bewahre ich alle wichtigen Rohstoffe, wie zum Beispiel Eisen, Kohle, Gold. Halt die Sachen, die man einschmelzen kann oder so. Dann habe ich hier noch eine kleine Minecart-Bahn mit einem, ja, ich nenne es Regenbogentunnel. Jetzt habe ich es. Da war mir einfach mal langweilig. Ich wollte mal schauen, wie es aussieht. Dann habe ich hier eine Bildergalerie. Wie ihr sehen könnt, viele Bilder eben. Ich finde es ganz schön aus Birkenholz. Und dann hier habe ich eine kleine Wasserbahn gemacht. Die ist jetzt nicht so toll. Ich habe gerade kein Boot dabei. Tut mir leid, Leute. Sie geht nur geradeaus, weil sonst ging immer das Boot kaputt. Ich weiß nicht, wie man mit Kurven machen kann, ohne dass das Boot kaputt geht. Wer es weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Aber hier ist Hotel Meeresleuchten, ist mein neuestes Projekt. Ist auch noch nicht ganz fertig, wie man gleich sehen wird. Also es ist noch keine Einrichtung drin, keine richtige. Aber die Zimmer sehen halt immer so aus, mit ein paar Betten drin. In manchen eins, in anderen auch zwei. Ich finde es ganz schön, dass man hier durch den Glasboden noch ein bisschen ins Meer sehen kann. Dann geht es hier noch hinter. Die Räume hier links und rechts sind immer also genau gleich. Es war gar nicht so leicht, das so hinzubekommen. Und hier oben ist so eine Art Dachterrasse. Ich weiß nicht, was die jetzt so bewirken soll. Ach, Moment mal. Da ich so nett bin und euch nicht so lange warten lassen will, nehme ich jetzt mal den kürzeren Weg und springe hier einfach runter. Hoffe, kann ich das hier noch festmachen? Geronimo! Hat funktioniert. So, dann, ja, hier habe ich noch einen Leuchtturm. Hier kann man auch raufgehen, aber da oben ist jetzt nichts so Besonderes. Ihr könnt es ja von hier sehen. Also da kann man halt rausschauen, aber so toll ist es jetzt auch nicht. Hier habe ich ein kleines Strandhaus gebaut. In eher so Wikinger-Stil. Hier eine kleine Test-Minecart-Achterbahn. Ja, die habe ich einfach nur mal so gebaut, um zu testen, ob das geht. Und das hier ist die richtige.
Ich finde es ganz schön. Ich habe so eine Burg-Thematisierung gemacht mit gebranntem Stein und ich finde es ganz cool. Also ich finde, es sieht gut aus. Hier mit ein paar Netherrack und Flammen und das. Was ist das denn? Normalerweise schafft die es hier hoch. Komisch. Dann müssen wir halt so weiterfahren. Also, eigentlich klappt es immer. Heute eben nicht. Dann hier noch ein bisschen Lava und schon ist die Sache auch wieder vorbei. Was habe ich noch? Was habe ich noch? Ja. Jetzt wird es ein bisschen dauern, denn ich muss da erstmal hinlaufen. Ja. Ich müsste mal einen Mod installieren, mit dem man schneller laufen kann. Habt ihr vielleicht mal gesehen, wenn ihr wer Gronkh kennt? Der hat jetzt auch so, dass er schneller laufen kann. Ist eigentlich ganz nützlich, finde ich. Ach ja, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Hier ist noch das Mini-Wollehaus. War eins meiner ersten Häuser. Ich finde es eigentlich schön. Ist halt klein, aber hier habe ich noch ein unnötiges Kackhaus namens Schönblick. Hier wollte ich einfach mal die Aussicht nach unten. Also gucken, wie das so ist. Dann, hier ist meine Mine, mein Stollen. Der geht durch den ganzen Berg durch. Hinten dran steht noch ein großes Haus, aber ich glaube, das zeige ich euch erst nachher. Zuerst gehen wir mal hier aufs Hochhaus. Wir laufen nicht innen rum, weil die Zimmer sind jetzt nichts so Besonderes. Da ist immer nur ein Bett drin und eben ein paar Bücherregale. Deswegen habe ich hier die Leiter gemacht, weil es etwas lange dauern würde, da immer die Stockwerke hochzulaufen. Und von dem Gebäude aus hier können wir auch auf den gegenüberliegenden Berg. Da wollte ich schauen, ob ich schon höher als der Berg bin oder nicht. Und dann entstand die Idee daraus, da gleich eine ganz Glasbrücke draus zu machen. Die seht ihr jetzt gleich. Ja, hier. Habe ich einfach mal so gemacht, aus Fun, hier rüber gebaut. Und hier war eigentlich ganz gut Platz. Ich habe es ein bisschen ausgebaut und habe dann hier meine Zuckerrohrplantage hingemacht. Ach, egal, neben der Leiter. Ich finde, Zuckerrohrplantagen haben irgendwas an sich. Ich mag die voll, aber ich ernte irgendwie nie mehr ab, weil ich einfach schon so viel davon habe. Dann hier oben war mal eine Baumplantage, aber ich hasse so Riesenbäume und habe dann den Bock, alles Holz abzubauen. Deswegen schweben hier lauter so Teile rum. Das ist ein bisschen blöd, aber pff, was soll's. Hier ist mein kleines, ja. Ich sag mal, meine Berghütte. Ich finde der Teich, der hier, okay, ich gebe's zu, künstlich angelegt wurde, finde ich schön. Hab mir viel Mühe hier gegeben, hat ziemlich viel Holz verschluckt, wie ihr euch denken könnt. Hier, das ist eine gute Idee, wenn ihr so eine Art Pool machen wollt und unten drunter als Boden diese Jack-o'-Lantern-Blöcke macht. Dann sieht das richtig geil aus, aber ich habe es jetzt nur nicht drunter gemacht. Das ist, ja, die leuchten ja. Ich habe es nur nicht drunter gemacht, weil sonst würde die Decke ein falsches Muster haben und das wäre ja nicht mehr schön hier. So, dann hier vom Prinzip seht ihr jetzt wahrscheinlich, ist ähnlich wie das Hotel Meeresleuchten. Das war das große Gebäude, was noch im Bau steht. Vom Prinzip her hier mit der Decke eben genau gleich. Die Idee fand ich ganz witzig. Hier ist ein cooles Zimmer mit Pool, so einem Block. Ja, aber ich habe leider keine CD für. Und hier kann man durch ein Bild durchlaufen, normalerweise. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Tut mir leid. Hä, warum kann ich da nicht durch? Ah, okay. Und wenn man es hier ausschaltet, kann man nicht mehr durchlaufen. Das ist ein Geheimgang. Vielleicht mache ich dazu mal ein Tutorial. Bin mir noch nicht sicher. Ich find's irgendwie witzig. So, dann können wir hier mit dem Minecart. Ach, nee. Nur, dass ich hier mal noch durch den Stollen fahre. Dass ihr sehen könnt, wie lang der ist. Also, ist jetzt nicht so der Oberwopper-Stollen, aber. Huch, es wird aber langsam. Ja, jetzt sind wir hier. Also, hier ist meine Hauptbasis, sag ich jetzt mal. Ach, das hätte ich jetzt ganz vergessen. Ich habe auch noch hinten in der Wüste was. Das zeige ich euch auch noch kurz. Mann, ich weiß gar nicht, wie lange das Video jetzt bisher schon geht. Ich hoffe nicht zu lange.